Hi Leute, der Milo hier. Wie schon im letzten Video erwähnt, zeige ich euch heute mal Update des neuen Auto-Samplers in Maschine 2.1.5. Was ihr damit machen könnt, wie die Einstellungen sind und was es für Vor- und Nachteile hat. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Auto-Sampler ist keine große Neuerung, sondern einfach eine Erweiterung des maschineninternen Samplers. Ist einfach dafür gedacht, wenn ihr zum Beispiel externe Instrumente schnell mal samplen wollt oder eben ein internes Instrument samplen möchtet, einfach um Prozessorleistung zu sparen oder diese Sounds, die ihr eben nicht auf dem Rechner habt, auf den Rechner zu bekommen. Dafür ist es sehr hilfreich. Ein externes Gerät müsst ihr ganz einfach anschließen hinten an die Maschine und müsst dann auf External gehen. Das zeige ich euch gerade. Wir machen erstmal hier den Sound vom letzten Mal am besten rein. Ich gehe wieder über die Software, gehe wieder auf Synthesizer. Suche mir meine Violine. Ja. Lade die rein. Und schon ist der Sound hier drin. Gehe hier raus, gehe auf das Pad 2. Gehe in der Hardware auf Sampling oder in der Software eben auf dieses Sample-Zeichen hier. Zeige es euch jetzt erstmal in der Software, bevor ich die Hardware groß mache. Dann habt ihr ja vorher hier diese Modes, einen Input und den Monitor gehabt. Da hat sich nichts dran geändert. Geht einfach hierher, stellt den auf Auto und dann gehen hier noch weitere Einstellungsmöglichkeiten auf. Dann geht ihr hierher, wenn ihr External habt, lasst es External stehen, schließt euer Gerät direkt an die Maschine an, wenn ihr eine Maschine MK3 oder Maschine Plus habt. Wenn ihr eine andere Maschinenversion habt, dann schließt ihr das an den jeweiligen Audioeingang eurer Audio-Hardware, die ihr habt, an. Wählt hier den Input aus und den MIDI-Channel und dann geht das Ganze seinen Lauf. Ich zeige euch das heute wieder internal. Ja, deshalb stellen wir das Ganze hier auf Internal. Ne? Und den Rest machen wir jetzt in der Hardware weiter. Das stelle ich gerade mal auf groß. Jetzt seht ihr hier unten die Länge des Samples, Note On, 2 Sekunden etc. Wenn ihr jetzt nur kurze Drum Samples habt, könnt ihr da ein bisschen runtergehen. Für den Streichersound, den wir hier drauf haben, lasse ich jetzt einfach mal so stehen, wie es ist. Ihr könnt das aber jederzeit ändern. Wenn ihr auf die nächste Seite geht, wählt ihr die Source als Internal, den Input von der Violina, also von dem FM8. Dann könnt ihr hier weiter einstellen, die niedrigste Note oder die höchste Note, die ihr euch machen soll. Der nächste Punkt ist, da könnt ihr den Stride einstellen. Das ist einfach die Anzahl der Noten. In dem Fall lassen wir es jetzt mal C3, wie es ist, auf C3. Also die höchste und die niedrigste Note ist C3. Also nehmt jetzt nur die Note C3 aus. Ihr könnt das Ganze extenden, damit euch auch nicht irgendwie verloren geht soundmäßig. Beim Streicher macht das Sinn, bei einem kurzen Drum Percussion Sound eher weniger. Dann auf der nächsten Seite habt ihr das gleiche nur für das Velocity. Ja, ich lasse es jetzt mal beides auf 100 stehen. Wenn ihr da andere Einstellungen haben möchtet, dann macht das. Das Extend mache ich auch mal an. Und das ist zwar kein Loop, aber wenn ihr jetzt Loop hättet, dann könntet ihr das einschalten. Ich mache hier jetzt auch mal, dass er den Loop finden soll, weil vielleicht wollt ihr das Sample ja auch im Loop laufen lassen. Trim Silence, ein ganz wichtiger Punkt. Da macht er euch am Anfang und am Ende die Stille weg, falls eine vorhanden ist. Und ich stelle es auch mal auf Normalize, weil das könnt ihr alles gleich in einem Schritt machen. Dann macht er euch das Sample gleich möglichst laut, ohne zu übersteuern. Okay, und dann brauchen wir eigentlich nur noch eins machen. Wir drücken hier oben auf Start. Und wenn das Ganze fertig ist, hört er automatisch auf und stoppt. Jetzt seht ihr hier unten in der Software, das sind noch ein paar Bearbeitungsmöglichkeiten, wie die Play Range, Start, Stopp könnt ihr einstellen. Das könnt ihr natürlich auch alles hier über die Maschinen Hardware machen, ganz klar. Ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es ist. Tunen könnt ihr das Sample hier auch noch, wenn ihr das wollt. Ne? Mappen, wenn ihr das auf andere Keys möchtet, ja, oder nicht genauso haben möchtet. Ich zeige das hier mal nur ganz kurz. Wenn ihr das tunen wollt, zieht ihr euch das hoch oder runter, je nachdem, nach oben oder nach unten. Vielleicht auch mal im Kontext hören, klein mal. So, loopt ihr euch diesen Bereich immer. Da
könnt ihr, wie gesagt, noch ein paar Sachen mitmachen. Das ist jedem selber überlassen. Ihr könnt hier direkt dann zugreifen auf eure normalen Sampler-Funktionen, Edit-Bereich, wo ihr alle Funktionen wieder habt, die ihr unten seht. Oder eben auf der Hardware hier oben, wo ihr durchspielen könnt, ne, was ihr möchtet. Ich könnte Sample reversen, cutten, pasten. Da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt zum Sampler. Zeige ich euch das Ganze nochmal hier in dem Modus. Da könnt ihr natürlich auch noch Einstellungen machen. Ihr könnt das Ganze jetzt über die Klaviatur spielen. Na, da könnt ihr ein bisschen ausprobieren. Könnt ihr auch Akkorde spielen, je nachdem, was ihr für eine Polyphonie eingestellt habt. Wenn ihr hier einen Chord spielen möchtet, so was einfach geht, geht das auch, ja. Alles kein Problem. Das könnt ihr machen. Ihr könnt hier hinten, hatte ich ja schon gezeigt, wenn ihr hier wieder in euren Sample reingeht, ja, im Edit-Modus raus, dann habt ihr hier den Zone-Modus, könnt die Sample-Länge, Loop-Länge hier anpassen, ja. Die Endpunkte setzen. Brauche ich eigentlich nicht näher darauf eingehen. Wie gesagt, das habe ich schon mal im anderen Video gezeigt. Ihr hättet die Möglichkeit, jetzt hier euch die Range anders zu ziehen, wenn ihr nicht so viel wollt. Sagt, okay, das reicht mir hier 3 Oktaven oder 2 Oktaven. Könnt ihr hier das sehen. Hier würde er jetzt keine Note mehr spielen, weil das über der C4 wäre. Dann zieht ihr euch das noch ein bisschen länger, dann spielt ihr euch auch die C4. Bei den Auto-Sample-Funktionen finde ich eine tolle Geschichte. Mit einem Knopfdruck könnt ihr mal schnell solche Sample-Libraries aufnehmen und euch eure eigenen Sample-Libraries erstellen. Ihr spart Ressourcen, wenn ihr jetzt zum Beispiel hergeht. Das können wir ja gerade noch mal machen. Gehe hier noch mal auf die Violine. Macht mir da jetzt noch ein paar Samples dahinter, ein paar Effekte dahinter zum Beispiel. Nehme jetzt einfach mal die internen Effekte. Chorus. Nehmen wir noch, würde ich sagen, den Raum, ja. Und vielleicht schreiben. So, und dann hört sich das Ganze so an. Jetzt seht ihr hier oben schon, da geht eure CPU so ein bisschen nach oben. Geht ihr einfach her. Jetzt mal hier auf den Sound 3, da keine Probleme gibt. Ist ja alles noch so eingestellt wie vorher. Drück einfach auf Start. Euch das ganze Sample hier. Hier einmal mit Effekt. Mal ohne Effekte. Original-Sound. Ohne Effekt. Mit Effekt gesampelt. Muss man dazu fairerweise sagen, kann sich natürlich ein bisschen strange anhören bei manchen Effekten. Ja, ich hoffe, ihr konntet schon ein paar neue Sachen sehen und ihr seht, wie sich die Maschine immer weiterentwickelt zu einer
fast vollständigen da. Jetzt müsste sich nur noch im Punkto Arrangement meiner Meinung nach ein bisschen was tun und dass es so ähnlich wird wie in Ableton Live, aber wahrscheinlich wäre es oder an anderen DAWs, aber wahrscheinlich wäre es dann auch zu umfangreich und würde diesen schnellen Workflow, den man mit Maschine so erreicht, auch nicht mehr so ganz so gerecht werden. Autosampler finde ich eine tolle Erweiterung, ja, echt ein nützliches Tool, wenn ihr schnell irgendwelche Sample-Libraries erstellen wollt. Richtig klasse. Finde ich gut von Native, dass sie das implementiert haben. Ich bin jetzt noch gespannt, wann endlich die Chord-Inversions kommen. Da werde ich dann auch ein Video zu machen. Wenn ihr das Video nützlich, hilfreich und nützlich fandet, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Wenn ihr den Kanal generell irgendwie hilfreich und nützlich findet, dann abonniert ihn doch bitte und vergesst nicht auf die Glocke zu drücken, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Wenn ihr mir irgendwas mitteilen möchtet, an irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Milo.